Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier in diesem schönen frühen Morgen im verborgenen Tal in Medieval Dynasty. Ja, in der letzten Folge haben wir unserem lieben Alvin geholfen, seinen Bogen zu besorgen. Nachdem wir die letzte Nacht dann erstmal hier in dem Dorf durchgemacht haben, wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen gequatscht, wir haben zusammen Spaß gehabt. Ihr wart leider nicht dabei. Naja, war mal eine kleine Männerrunde am Abend nochmal. Ohne Bier. Frau hat es ja schon vorher ausgetrunken. Naja, dann haben wir noch unsere Schmieden hier neu aufgesetzt. Die sehen fantastico aus, muss ich sagen. Und ja, nun, guck mal hier, da, wir haben sehr viel gekocht, standen sehr lange am Herd, das lief wunderbar. Und nun haben wir ja eigentlich noch die Sache, dass wir eigentlich auch die Schweinezucht langsam aufsetzen wollten und die Hühnerzucht. Ich bin jetzt gerade arg im Überlegen. Ah nee, wir haben noch zwei andere Sachen. Ja, warte mal. Ich glaube, in dem Haus habe ich in diese Dinger habe ich reingepackt. Ach nein, ich bin ja auch ein Dödel. Ich habe es mir in der Tasche gelassen. Wir wollten heute nochmal einen Langbogen bauen. Und wir wollten heute schon mal was für den Winter bauen. Holzwaffen, ein Langbogen. Ah, dass wir den neuen dann wieder haben. Wir haben den anderen ja letzte Folge weggegeben für eine Quest. Heute sollen wir nochmal übrigens zum Alvin wiederkehren, um mal zu gucken, was da als nächstes ansteht. Und ich bin ja gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, was dann da auf uns zukommt. Oh, eine Herstellung, ein neues Level. Na, das finde ich aber natürlich fein. Sehr fein. Was gibt's da? Oh, zwei Punkte schon wieder? Warum kriege ich denn zwei Punkte? Das verstehe ich nicht. Gut, jetzt brauche ich 2500. Habe ich irgendwas übersprungen? Oder? Ich weiß es nicht so. Wir haben das Folge, es geht das. Geübter Baumeister, geringer Ausdauerverbrauch bei Baum, beim Bauen. Schnelleres Arbeiten in der Näherei, schnelleres Handwerken in der Werkstatt und in der Schmiede, Baumeister, Kochwissen, 5% mehr Erfahrungsgewinn beim Arbeiten in der Schenke, leider nur. Ich glaube, das hier ist immer noch nur auf die Schenke spezifiziert, weswegen du in der Küche dass diese Punkte noch nicht bekommst. Also ich muss sagen, ich habe keinen Unterschied von der Geschwindigkeit zum Beispiel mitbekommen. Das ist leider so. Jetzt hat die Frage, nehmen wir die Ausdauer beim Bauen? Wo ich gerne das hier nehmen würde. Genau, ich nehme mir besseres, schnelleres, dann wenn wir dann nämlich anfangen, hier unsere Werkzeuge und so zu machen, die wir natürlich dann auch verkaufen wollen, damit wir noch mehr Schäkel machen, dass wir ein richtig reiches Dorf haben, dann brauchen wir das schon. So, wir müssen jetzt mal gucken, wo packen wir denn unsere Hühner hin? Das ist ja auch so eine große Frage. Aber hier haben wir ja dann das Feld, wo wir alles dann bepflanzen. Ich wollte dann vielleicht doch nochmal die Felder hier hinten weiterlaufen lassen. Dann wäre es ja sinnvoll, wenn wir die Hühner eigentlich in diesem vorderen Bereich lassen. Ne? Haben wir hier so eine hier einen Zaun hin. Genau, hier machen wir einen Zaun hin. Hier so lang, so blab 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 blab. Bis ungefähr hier hin. Wobei es ist schon ein ziemlich großes Feld. Ne? Aber könnten wir hier so machen. So bis hier hin. Ich finde das hier irgendwie doof, weil die halt die so ein, ja, so ein Laub Gebiet ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das so angenehm für die Hühnchen ist. Deswegen, Hühner. Ah, ich würde das aber auch nicht so gern ins Dorf bringen. Ich bin nicht so ein Fan von den Tieren im Dorf. Das ist dann, finde ich, so, ja. Wie würde ich das beschreiben? Ich finde das irgendwie, passt irgendwie nicht zusammen. Hier hast du halt den ganzen Werk, den ganzen Tag Krach, Hämmern und Boom und Bam und Kochen und Blubber, Blubber und dann alles drum und dran und die Hühner dann dahin und die Schweine. Gut, die Schweine sitzen wahrscheinlich da und denken, oh, hab ich was? Krieg ich was? Oh, ich überlege gerade. Guck mal, hier hätten wir auch noch. Du könntest sagen, du kommst hier ins Dorf rein und hättest dann hier vielleicht. Nee, das passt wirklich für Ziegen und Schafe, finde ich das sehr passend. Ein bisschen aufgesplittert. Das wäre gar nicht so schlecht. Die Hühner kannst du ja nicht dahin packen. Ich bin da so ein bisschen. Was mich hier so ein bisschen ärgert, ist denn jetzt der Boden. Ne? Wir haben ja keinen reinen. Kein reines Gras sozusagen, nur hier so vereinzelt. Das würde ich für die Hühner eigentlich schon gerne ein bisschen anders haben. Und deswegen überlege ich gerade so arg. Ist ja halt ein wirklicher, hauptsächlich ein Nadelwald ist das ja hier. Du hast ja sehr wenig Birken. Oh, guck mal. Oh, ist das jetzt ein Weg? Nee, ne? Nee. Ha, wenn du jetzt die Zäunung hier lang laufen lässt, hier so rum, dann hier so und dann dahin, könnte man
Ja, warum nicht? Lässt du den Weg hier so ein bisschen so lang laufen? Heute seid ihr mal dabei, wie ich das Ganze plane, wie ich das alles mal so mache. Ich laufe dann immer hier so ein bisschen hin. Dann hast du hier den Weg von hier beginnend. So, dann läuft er hier lang. Upp, upp, upp. Hier ist der Weg am Felde entlang. Sehr schön, sehr schön. Bis hier hoch. Genau, bis hier hoch dann, ne? So könnte man sagen, bis hier hin. Blub. So, dann hast du hier den Weg am Feld entlang. Läuft er denn hier so hoch? Ja, das sind die Felder. Vielleicht können wir hier auch nochmal überlegen, hier noch ein paar Felder reinzusetzen. Das würde dann passen. Man kommt da hier hoch. Und dann hast du hier beginnend so die Hühner. Genau. Ja. Ja, genau. Dann kommst du hier hoch. Und dann machen wir hier so den Zaun von den Hühnern hin. Und dann können die Hühner hier drin. Und dann die Schweine, die kommen hier auch noch mit rein. Oder hier. Schweinchen hier noch so daneben oder mal so. Mal gucken, mal gucken. Ja, genau, genau, genau. Das machen wir. So machen wir das. Tierhaltung. Die Bockbox brauchen 6 Holzstämme. 6 Holzstämme brauchen die Bockbox. Ja, lalalala, ja. Mal gucken, mal, wir haben schon wieder nachproduziert an Stämmen. Oh, na, es geht, na, es geht, es geht. Na, man merkt schon, es wird langsam weniger. So, Holzhammer ist jetzt auch nicht mehr viel da. Gebäude, Tierhaltung, ich schenne meine Hühnerstall. Ja, das sieht doch schnieke aus. Es gibt so viele Hindernisse, die die Baustelle blockieren. Ja, ist ja kein Problem. Guck mal, dann kommst du, hier machen wir das so, genau. Dann kommst du hier rein. Und dann packen wir euch hier hin. Genau. Dann machen wir hier, von hier an so ein bisschen vielleicht. Oder genau, hier so. Dann wird hier der Gatter sein. Also hier ist zu. Bis hier hin. Vielleicht lassen wir es auch noch hier so ein bisschen drinne. Oder ich lasse die Felder dann schräg laufen. Nicht nach oben, sondern nur noch seitlich, bis es hier hoch geht. Genau. Und dann werden hier die Hühner sein. Ja, ja, doch, 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 doch. Das sehe ich. Ich brauche 5 Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Holzstämme, 5 Bretter. 8 Holzstämme, 5 Bretter. Heute bauen wir für unsere Bock-Bock-Brigade alles auf. Und mein Hahn nenne ich dann noch Bock-Bock. 5 Bretter, sagten wir. Wir produzieren übrigens keine Bretter derzeit. Ne? Ich habe alles auf Brennholz und man sieht das auch. Und 8 Stämme, sagte ich. Ne? Ja, wir sind noch im Tonus drin. Als nächstes sollte ich mir überlegen, vielleicht... Ach genau, ihr habt ja letztens gesehen. Hier habe ich jetzt so das Wasserding hingestellt. Ist ja hier an der Nahrung. Wir brauchen neue Eimer. Wir nehmen Eimer, geht hier hin, packt da rein, fertig. Ist einfach nur ein kurzer Arbeitsweg. Damit derjenige, der sich später darum kümmert, nicht so sehr laufen muss. Und dann passt das. Und da drinnen, wie gesagt, will ich auf jeden Fall noch schönen Platz machen. Schön größer, ein bisschen größer verlegt drumherum. Schönes Feuerchen. Vielleicht mache ich auch so 4 oder 3 Feuerchen so ein bisschen drumherum, dass so mehr Wärme entsteht. Und wisst ihr, wie ich meine? Das wäre auch schon cool. Aber nur die großen dann. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 5 Bretter. Ach, schön. Guck mal, sieht doch schön aus. So, ich brauche noch... ja, gut, 32, 31. 31 Stöcker und 24 Stroh. 31 Stöcker, 24 Stroh. Stöcker sammle ich mal jetzt erstmal selber. Ich habe in letzter Zeit wieder auch eine Menge verbraten. Da muss ich jetzt mal fix sammeln. Da komme ich jetzt nicht drum herum, die Stöcker einzustellen. Lohnt sich, finde ich, nicht, weil ich dann lieber die Stämme einstelle. Stöcker kann man eigentlich, finde ich... gechillt und easy farmen. Ich habe es nicht das erste Mal gemacht, dass ich in der Offline-Folge einfach nur durch den Wald da gezogen bin und die ganze Zeit nur Stock, Stock und dann sind Zweige und Stock und nichts. Zweige. Ging die ganze Zeit so. So, ich brauche noch 2. Komm, du hast 2. Sehr schön, da haben wir sie auch gleich. Dann machen wir das nämlich fertig, dann holen wir die 24 Stroh, bauen das, die Bock-Bock-Behausung fertig und dann freuen wir uns auch. Dann müssen wir mal gucken.
Ach, die Ledernacken müssten wir ja auch noch fertig machen, ne? Na, gucken wir mal, gucken wir mal. So, zack, Nummer 7. Dann sind wir hier auch fertig. Ich kann nicht mehr. So. Ach stimmt, es bleibt ja offen. Ich dachte gerade, es kommt nämlich eine Tür. Vielleicht können wir es auch machen. Also kommen hier dann nochmal ein bisschen weg. Dann machen wir hier nochmal ein paar Felder hin. Hier noch einen Weg hier raus, da rum. Und dann hier nochmal schön Felder angelegt. Ja, ein bisschen noch erweitern. Dann sieht das cooler aus. Wir werden ja später immer eine größere Scheune noch bauen. Mehr Arbeit aufs Feld schicken, mehr Arbeit in der Scheune arbeiten lassen. Irgendwann läuft es von allein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Was hatte ich gesagt? 24, ne, waren es. Also 4 mal 6, 24. Gut, dann nehmen wir das. Ach ja, wir wollten noch gleich, wollte ich euch dann noch das zeigen, was wir noch bauen wollten. Wir wollten ja noch, ich habe den Pelzumhang erstmal genommen. Wir können noch keine Robe und Co. bauen. Ich wollte erstmal den Pelz. Dann haben wir leider keine Leine mehr. Ich würde dann noch die Handschuhe machen, dass wir im Winter wirklich ein bisschen hier, ja, Pelzumhang haben. Und dann die Handschuhe noch, dicke Handschuhe. Dazu haben wir noch unsere Stiefel. Die 15 Kälte bringen. Und dann sind wir ja erstmal etwas für den für den Winter gefestigt. Bin ich der Meinung. So, ja, ruh dich kurz aus. Ruh dich kurz aus. So, jetzt bauen wir hier fix zu Ende. Sehr schön, sehr schön. Guck mal, und da leben jetzt dann ab sofort unsere Bockbox. Die müssen wir nur noch besorgen. Ich finde, das sieht eigentlich sehr schön aus hier. Schönes Gras so ein bisschen bewaldeter Boden sozusagen. Hier vor durch den Laub. Finde ich gar nicht so schlecht. Hier geht's eigentlich. Wie gesagt, dann hier, machen wir das Gatter rein. Dann kommt hier so ein bisschen Bezäunung. Ich glaube, ich würde die nicht abfallen lassen. Nur bis hierhin so. Und dann hier. Jetzt muss ich überlegen, wegen den Schweinen. Da rein ist doof. Und bei den hier so gegenstellen. Könnte man sagen, die... Also hier so ein bisschen den Zaun lang laufen lassen. Dann kannst du die Schweine hier so hin. Auch so ein bisschen runter, dass sie auch ein bisschen im Hang sind. Bis hier runterlaufen lassen die Schweine. Hier hoch. Ein paar Bäume können wir den ja auch mal lassen. So ein paar Sträucher, wo sie sich ein bisschen verstecken können. Ja, 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 das sehe ich, das sehe ich. Da sehe ich unseren Schweinestall. Und die Rinderfarm? Eigentlich cool, so Bergrinder, wa? So bis hier Rinder, da könnten wir das wirklich ein bisschen weiter ziehen, das Dorf. Nee, das wäre dann zu weit. Vielleicht die Rinder woanders, ein bisschen unterscheiden lassen dann doch. Vielleicht die Rinder doch eher auch mit nach hinten. So Hangbeweidung für Rinder, also für die Kühe, nicht für die Rinder, für die Kühe. Für die Ziegen und für die Schafe zum Beispiel. Und die Pferde hatte ich dann doch gesagt, weiter hier unten da so ein kleines, ja, eine Reitkoppel dann aufbauen, wo wir dann die Pferde und die Esel hinpacken. Getrennt oder nicht getrennt, müssen wir da mal sehen. Das, ja, kommt Zeit, kommt Rat, ne? Das ist immer das Wichtigste. So, wir brauchen 8 Holzstämme diesmal. Gib mir mal nochmal einen Holzhammer. Danke dir. Und nochmal 8 Holzstämme. So. Nee, 8 wollte ich nur. Danke dir. Ich danke dir. So, dann gebe mir mal den Schweinestall. Ach, ist das schön. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch toll aus. So, guck mal, hier haben wir nämlich das so. Habe ich mir das so gedacht. Hier. Ein bisschen rüber. Und noch ein Stück rüber, damit wir dann da sozusagen den Zaun lang führen können und dann nach vorne. So gut es geht. Dann mache ich mal kurz gucken. Ich würde es gerne wirklich so. Hopp. So. Tadam! Ja, genau! Und dann machst du hier halt so einen Zaun rein. Hier so. Wupp. Dann ist der nämlich nach da und nach da abgetrennt. Dann kannst du hier noch eine Bezäunung machen, von hier ausgehend, dass die Schweine auch hier ein bisschen hinten können, hier ein bisschen runter. Und dann ist das hier so ein bisschen zu. Die Bockbox dann, wie gesagt, hier so ein bisschen, dann hier abgegrenzt und in die Richtung noch ein bisschen. Dann haben sie ja trotzdem alle viel Platz. Dann könntest du hier vielleicht nochmal sagen, okay, packe ich hier noch ein Feld hin mit einem Weg. Ja. Was brauchen wir denn? Wir brauchen wieder, eine ganze Menge Holzstämme diesmal, ne? Warte mal, 1, 2, 3. Und dann haben wir hier 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 Holzstämme.
Ach, 12 Holzstämme brauchen wir. Gut, dann holen wir 12 Holzstämme. Die Stöckchen, die sammeln, dann wir wieder hier in der Waldesnähe dann ein. Oder nehmen wir hier gerade mit. 12 Holzstämme haben wir gesagt. Machen wir dann auch gleich. Holen wir die 12 Holzstämme. Gib mir mal 12 Holzstämme. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nehmen wir. Ah, ein bisschen zu viel. Das ist jetzt nicht schlimm. Das geht schon. So, let it go, let it go. Ja, heute mal wieder ein bisschen bauen. Also, wir reisen umher, wir bauen so ein bisschen. Einfach alles mit dabei haben. Aber wir müssen ja auch das Dorf langsam ein bisschen vorankriegen. Ich hoffe, dass ich dann bald wirklich schaffe, dass ich das große Haus bauen kann. Dass ich dann extrem noch die Häuser aufsetzen kann. Dann können wir die Leute holen. Dann haben wir unsere Tiere, unsere Felder. Alles ist dann da. Boah, wir haben schon 4 Stöckchen. Ja, komm, bringen wir mal schon hier 4 Stöckchen rein. Dann haben wir sie auch schon mal drin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, also haben wir dann wirklich 12 Stroh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 6 sind 54, 54, 48, 50. Genau, 48, 50, so. Ja, manchmal rechnet man nicht so, wie man soll. 50 Stöcker brauchen wir also. Wir haben genau einen Stock, 12 Stroh und 50 Stücker. 7. Schön ist, dass wir hier genügend Zweige herumstehen haben. Das wirkt dann schon mal sehr gut. Oh, guck mal hier. Eigentlich könnten wir selbst unsere Beeren sammeln lassen. Eigentlich könnte man alles sammeln lassen, was Futter ist, und den Rest musst du dann halt selber besorgen. Also Futter, ich mein Essen. Futter für die Wesen auf zwei Beinen. Die unser Futter immer bringen. 30. 31. Ach ja, schön. So ist schön. Ich finde es auch sehr herbstlich hier gemacht. Die Stimmung hier ist toll. So richtig schön. Ich mag den Standort des Dorfes einfach. Das ist richtig schön abgelegen. Guck mal, hier ist dann der eine Weg nämlich, genau. Das ist schön abgelegen und so ein bisschen im Wald. Du hast deinen eigenen See, deine Ruhe, aber dennoch ist es nicht so arg weit weg. So, 50 Stöcker sagten wir und 12 Stroh, ne? 12 Stroh, genau. So, 12 Stroh dann noch und dann sind wir damit auch schon fertig. Und dann würde ich sagen, besuchen wir nochmal unseren lieben Freund Alvin. Vielleicht hat er ja heute nochmal was für uns. Darauf hätte ich schon mal Lust zu erfahren, was vielleicht. So, Messer haben wir. 12 Stroh. Sehr schön. Haben wir auch. Ah ja, unter unserem Pelz Mantel wollen wir dann nochmal machen, dass ihr seht, was ich meine. Dass wir dann alles einmal errichtet haben. Habe ich Essen noch dabei oder habe ich schon wieder rausgeguckt? Nee, ich habe noch dabei. Ups, jetzt habe ich ein bisschen zu viel gegessen. Verschluckt, dass du keine Luft mehr gekriegt hast? Eieiei, rase mir jetzt aber nicht ersticken. Das wäre ziemlich schlecht für uns. So. Und dann lassen wir mal ganz kurz die Ausdauer wieder kennen. Ist das, jo, doch, kann ich mir richtig gut vorstellen. Denn hier so entlang, hier dann so ein bisschen runter, dann könntest du hier so ein bisschen faulenzen. Da sind dann schön die Bäume. Die hier werden wir ein bisschen wegräumen, die Bäume. Oder mal gucken, vielleicht lassen wir sie ihn auch so als Schutz vor der Sonne dann im Sommer dann. Vor der Sonne im Sommer, genau. Also was da dann aufbauen. Und noch weiter. Und schneller, auch schneller, Rasimir. Los, schneller, 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 schneller. Wir müssen noch schneller arbeiten, Rasimir. Komm, das schaffst du. Beeil dich. Genau. Wir haben noch einiges zu tun heute. Naja, so viel eigentlich nicht mehr. Noch runter zum Alvin. Gucken, was der noch möchte. Und dann wollten wir jetzt gleich erstmal noch den Pelzmantel machen. Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Aufgabe. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich wollte irgendwas vorbereiten. Habe ich aber dann doch wieder nicht gemacht. Ich habe die Zeit nicht gefunden. Und dann, naja, machen wir einfach jetzt hier alles zusammen, soweit es geht. Und ist doch schön. So, dann sind wir auch gleich fertig. Das ging doch. Ratzfatz bei Pokémon. War ein niedliches Pokémon eigentlich bei Rot und Blau. Aber das war meine allererste Edition. Ich habe mich damals so gefreut. Ich glaube, ich hatte damals diesen Game Boy Color. Genau, ich hatte damals schon diesen Game Boy Color gehabt. Das war, weiß ich gar nicht, oder war das Game Boy Color? Nee, es war doch der normale Game Boy, ne? Nee, normaler nicht. Ich glaube, es war schon Color. Color, genau. Der Game Boy Color war das nämlich gewesen. Später habe ich so ein Pikachu Game Boy dann gehabt.
Den fand ich, das war irgendwie mein Liebling, dieser Klapp-Pikachu, den habe ich dann da gehabt. Aber ich glaube, das war schon der mit den Farben. Genau, nee, das war der Advance dann. Genau, der normale Color war das gewesen. Und dann gab es ja den Advance. Ich glaube, Advance gab es ja dann erstmal der so ähnlich jetzt in der viel, viel kleineren Variante wie damals, wie es jetzt die Switch gerade so ist, wenn du die Lite hast. Nur viel kleiner. So ein bisschen seitlich gezogen, so ähnlich wie der Game Gear. Und später hatte ich dann diesen Pikachu. Den Pikachu Game Boy hatte ich dann auch gehabt. Das war so ein Club Game Boy. Ich glaube, das war aber schon auch Color gewesen. Ja, das war auch ein Color Game Boy, genau. Aber Advance. Oder Advance? Cooler oder Advance? Ich weiß es gar nicht gerade. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Müsste ich jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr. Aber es war einer dieser Pikachu-Gameboy. So, und da Pokémon immer. Wirklich in meiner Kindheit wirklich super gerne Pokémon. Spiel war einfach super entspannend, super angenehm. So, wir haben... Googeln? Gehört das zu googeln? Genau, den Pelzumhang. Zack. Dann haben wir nämlich ein bisschen was für den Winter. Damit es nicht ganz so arg kalt ist. Die Handschuhe gucke ich, dass wir die auch noch vielleicht machen. Dann muss ich aber leider nochmal Leinengarn. Oder ich besorge Flachs, dass wir uns nochmal welche machen. Ich glaube, für die Handschuhe brauchst du nämlich, warte mal, dicke Lederhandschuhe. Genau, 2 Leinengarn brauchen wir nochmal. Also brauchen wir 20 Flachs. So, unseren pelzigen Umhang packen wir mal da rein. Wie viel brauche ich jetzt eigentlich noch, um ein großes Haus hier zu bekommen? Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Das ist jetzt schon... Hier, und der bringt mir nämlich jetzt dann 20 Kälteschutz dazu. Dazu verliere ich, glaube ich, den Strohhut, genau. Der wird dann ausgetauscht gegen den? Nee. Irgendwas tauscht er den auf jeden Fall um. So, wir machen uns... Ah ja, wir hatten uns doch jetzt gerade den Langbogen gebaut. Den machen wir auf der 1. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Genau, ihr arbeitet schön, ihr bekommt auch bald ein neues Haus. Dann kriege ich vielleicht irgendwann mal den Baumstamm darunter. Und wir gehen zu unserem lieben Alvin. Schauen mal, was er da noch hat. Vielleicht ist es ja wie damals. Ich kann mich jetzt erinnern, wir haben irgendwann mal gegen ihn auch einen Wettbewerb gemacht. Weiß ich noch nicht mehr genau, war das eine Jagd oder hatten wir... War es jetzt eine Jagd oder hatten wir Bogenschießen auf einer Attrappe gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich jetzt lügen, was wir da gemacht haben. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir werden ja sehen, was der liebe Alvin für uns hat. Oder vielleicht sagt er auch, oh, danke, dass du mir geholfen hast. Und jetzt muss ich ein bisschen dies, das, Ananas machen und fertig. Schauen wir mal, schauen wir mal. So. Achso, du bist nur eine Ace-Kuh. Nur ist gut. Du bist eine Ace-Kuh. Du lässt mich in Ruhe. Ich lass dich in Ruhe. Ace-Kuh. Na. Doppelmännchen. Oder Weibchen. Wo geht's dann hin? Weg nach Hause. Was ich noch cool finden würde, ist, wenn sie wirklich das machen, vielleicht auch im Winter. Hier, das sind zum Beispiel Bären, machen Winterschlaf. Und all die Tiere, die sich sozusagen auch ein bisschen zurückziehen in ihre Gefilde oder sowas. Wäre cool, wenn du dann zum Beispiel auch wirklich das ein bisschen... Ja, vom Survival-Aspekt her machst, das ist schon schwieriger als zu suchen. Die werden immer nicht viel draußen rumlaufen, wenn es zu kalt ist, sondern dass sie sich in ihrem Bau verstecken und sowas alles. Hätte bestimmt auch irgendwas Cooles. Dann müsstest du auch viel mehr... Hä? Warum muss ich denn mit Alvin? Alvin ist doch da hinten? Was? Was macht denn der da hinten? Der ist doch nicht ins Dorf zurückgegangen. Oh. Oh. Was? Wieso? Warum? Weshalb macht er dies? Oh, jetzt soll ich durch die ganze Wald hier durchlatschen. Ich dachte, der ist nach Hause gegangen. Ach du, wirst nicht schlau. Oder kann es daran liegen, weil ich nicht schlafen gegangen bin? Nee, der bewegt sich ja gar nicht. Okay, ich habe Angst. Ich nehme meinen Bogen raus. Wenn ich meinen Bogen in der Hand halte, fühle ich mich sicherer. Selbst wenn mich der Wolf, zerfleischt hat, ich hatte den Bogen in der Hand gehabt. Naja, manchmal so psychologische Dinge. Vorsichtig. Nicht zu oft dran, immer nur kleine Schübe. Na, mein Süßer. Bin schneller. Hab dich. Hier sieht es mir irgendwie sicherer aus.
Oh, die Sonne. Ach, ist das schön. Ich bin schmutzig. Na toll. Ja, weil ich jetzt komplett quer durch die Landschaft rennen muss. Was ich auch cooler finden würde, wenn sie wirklich noch mehr damit machen, dass das dich mehr beeinflusst, die Wetterverhältnisse und deine Kleidungsverhältnisse. Weil man muss ja sagen, im Herbst ist es ja doch schon deutlich kühler und ich glaube, wir laufen hier im Leinen, kurzer Hose und Co. herum. Könnte uns im Herbst doch schon ein bisschen arg schaden. Das war doch schon arg dünn angezogen, finde ich. Und dafür dann im Sommer natürlich wärst du am besten, wenn du schon oberkörperfrei rumläufst, weil es zeitweise sengende Hitze ist oder sowas. Wisst ihr, wie ich es meine? Wäre es sogar auch nochmal ein Gedanken gut, um das Spiel nochmal so ein bisschen, ja, Touch-Realität würde ich jetzt, könnte man sagen, beziehungsweise auch einfach mal, wo du noch viel mehr auf die Witterungseinflüsse achten müsstest. Oder wenn du zu viel regnest, vielleicht noch irgendwann einen Schnupfen bekommst oder so. Ja. Man spinnt sich ja immer gerne was zusammen. Ich glaube, das kennt er ja. Ich hatte damals mit meinem besten Kumpel das gehabt. Da waren wir 11, 12 waren wir gewesen, war draußen unterwegs gewesen. Dann haben wir uns vorgestellt. Nein, geh weg. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich habe mir mit meinem Kumpel dann so überlegt, so waren wir unterwegs und da war die Zeit, war Harry Potter ging dann los und da hattest du so, ja, die überlegen vielleicht ein Spiel zu machen. Dann hast du dir halt dies, das, tralala ausgedacht. Oh, guck mal, wäre das cool so mit Magie und du musst dann da was zaubern und ach, war halt schon witzig. So ist es ja eigentlich teilweise immer noch, ne? Ich stink immer noch. Ja, ja. Jetzt verdrücke ich mich natürlich. Halt solche Sachen. Also in solchen Spielen kann man sich das ja auch dann manchmal so sagen, so, ja, wäre doch cool. Blub. Nee, immer noch nicht. Nicht tief genug hier. Jetzt. So, jetzt müsste das aber... Nee, ist immer noch nicht. ...20 erst. Okay. Jetzt müsstest du ja mal doch langsam sauber sein. Null. Geht doch. Er säuft ja halb im Fluss, damit er sauber wird. Hier, das gibt's doch ja nicht. So, dann sind wir gleich bei Alvin. So, dann haben wir heute wieder ein bisschen was erlebt. Ein bisschen gebaut. Also bauen finde ich ist immer wichtig. Und dann das auch zusammen, das Reisen finde ich wichtig. Ich habe in letzter Zeit sehr viel dann gemacht, wo ich das alleine gemacht habe. Einfach weil ich gut repetitive Arbeiten wie ich fälle 130 Bäume da, damit ich uns was aufbauen kann. Fällt der zum Glück weg, weil wir unsere Leute haben, die das aufbauen und das ist dann wesentlich angenehmer. Alvin, wo hockst denn du jetzt rum hier? Kann ja nicht wahr sein, dass du jetzt nicht nach Hause gegangen bist. Ich bin jetzt völlig in die falsche Richtung gegangen. Alvin? Jetzt läufst du? Willst du mich rollen? Sag mal, hast du ein paar Probleme hier oder was? Hey Alvin, hör mal zu. Hallo. Ich kann etwas Feuer in diesen Augen sehen. Worüber denkst du so intensiv nach? Ha, da hast du nicht ganz unrecht. Ich habe vor, eine Zielscheibe aufzustellen. Hilfst du mir dabei? Okay, ich glaube, ich habe gar keine Wahl, oder? Ha, diese Frage habe ich nicht gehört. Stroh kann ich ganz uns leicht beschaffen, aber wir könnten außerdem Holzstämme und einen Hammer gebrauchen. Danke, dass du mir erzählst, wie ich eine Holzscheibe baue, aber ich besorge uns mal die Sache und bin dann mit dem Rest nachher zurück. Ein Holzhammer will er haben und ein paar Holzstämme. Mal gucken, ob ich das hier mal fix hinkriege. 1, 2, 3, 2 Bäume weg, 3 Bäume weg. Guck mal, kriegen wir trotzdem aus so einem kleinen, müsste doch nur ein Baumstamm rauskommen, oder? Wir haben jetzt auch leider nur diese Birken da. Das ist leider problematisch. Trotzdem. Naja gut, dann haben wir einen Baumstamm nachher zu viel. Holzstamm, Holzhammer habe ich ja dabei, dann gebe ich ihm meinen und pack den anderen dann einfach, hol mir dann nachher einen neuen raus. Dann kann ich ihm das ja jetzt alles geben, dann haben wir die Quest hinter uns. Ich glaube, danach ist wieder, hi. Ja, so arbeitet man übrigens, ne, wenn man mal nicht auf dem Feld steht. Gibt auch Holzfäller. Kann ich auch noch zeigen, wenn man eine Axt schwingt. So. Den machen wir doch weg. Hey, Alvin. Den weg. Nee. Hi, du. Hallo. Bitte sehr, wie geht es nun weiter? Ha, ich weiß schon den richtigen Standort dafür. Komm mit, geh voran. Ja, es ist jetzt ein bisschen problematisch. Der wird jetzt nämlich Richtung Heimat gehen. Und ich glaube, ich sollte heute Nacht einfach mal schlafen, dass der dann geladen wird da unten, weil er ist scheinbar die Zeit nicht zurückgelaufen. Was doof ist. Ja. Es dauert nämlich eine Weile, bis er da ist. Ach komm, wir gehen noch mal ganz kurz ins Dörfchen. Gucken wir uns mal unser Dorf an, dann mache ich, dass ich die Nacht hier schlafe.
Und dann können wir am nächsten Tag nochmal zu Alvin gehen. Ist doch auch was. Vielleicht brauche ich nochmal ein paar Hämmer oder irgendwie sowas. Hätte er eigentlich auch was. Ein paar Hämmer bauen. Okay, hier muss ich mal kurz wieder langsamer. Nicht, dass ich gleich wieder einem Wolf begegne. Oder erst Orksang. Ich habe letztens mir Bright nochmal angeguckt. Ein zweites Mal fand ich voll interessant. Ich finde es ganz gut gemacht. An manchen Stellen etwas. Ein bisschen eine Prise weniger, aber ansonsten eigentlich wirklich angenehm. Deswegen gerade. Wollte ich gerade Orksang. Aber es sind ja Wölfe hier, auf die hier uns auflauern. Und mit Medieval Dynasty, ein bisschen gemischt mit, wie heißt das andere Ritterspiel da? Och, Jemini, Jemini, schlag mich tot, ey. Wie hieß denn das andere Spiel? Ach, ihr wisst, was ich meine. Da wurde dann auch mit dem Schwert so richtig schön. Ich fand, es war ein bisschen schwierig mit der Maus und Schwert, weil es ja trotzdem nicht das Gleiche ist. Du musst so reagieren und so reagieren und war nicht so meins vom Kampfverhalten her. Müsste ich mich vielleicht ein bisschen mehr dran setzen, aber an sich finde ich das halt sehr interessant. Und so, Ritter, Rüstung bauen und dann brauchst du noch ein Dorf und so. Wisst ihr, was ich meine? Das hätte schon was. Ja, ich sammle jetzt gerade hier schon mal auf, damit wir ein paar Zweige haben. Ach ne, wir müssen in die Richtung. Und dann würde ich nämlich noch ein paar Hämmerchen heute errichten. Genau, dann laufe ich. Bin ich letztens auch hier einfach so komplett durchgelaufen. Und es war cool. Und hier haben wir ein paar Zweige. Guck mal, sonst haben wir schon 60 zusammen. Ich hätte wirklich vielleicht nochmal den einen erstmal nur auf das eine. Nee, ich wollte eigentlich. Ach so. Ach so, war nicht. Naja, gut. Ja, dann heute ich noch ein bisschen und am nächsten Tag. Ja, dann gehe ich halt zwischendurch auf jeden Fall einmal schlafen. Und dann hole ich euch auf jeden Fall dazu, wie wir dann zusammen nochmal zu Alvin laufen. Und wie wir dann mal die Quest dann machen, die er uns dann gibt. Weil ich sage ja, ich glaube, es läuft auf den Bogenschießen hinaus. So. Könnte ich nochmal neuen Hämmer machen, ne? Das sind 9 Hämmer, oder? Ja, 9 Hämmer. Ja, so viele Stücke. Oh. Mache ich vielleicht 10? Ja, mache ich 10. Ach ja, ich hatte auch schon was anderes vorbereitet. Stimmt, ich habe ja... habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Ich habe ja doch schon ein bisschen was vorproduziert. Haha. Ist hier irgendwo ein Stück? Da. Nehmen wir den hier. Danke. So, jetzt haben wir 10. Ich habe ja schon was vorproduziert zum Verkaufen. Das habe ich aber... Habe ich die in der Werkstatt liegen lassen? Oder habe ich jetzt in so eine Truhe reingelegt? Hier wirst du nicht. Ist hier reingelegt? Oh Mann, man wird einfach nur alt. Das ist schon ein bisschen grausam. Ja, hier habe ich die Bretter reingelegt. Stimmt, hier sind auch noch Bretter drin. Kannst du mal sehen. Hä? Ich hatte doch noch, glaube ich, was produziert. Hier haben wir die Barren drin. Autosave? Ja, nee, Autosave nicht. Ach, da sind sie ja. Nochmal hölzerne Fioren und Tonbecher. Das sind nochmal 31 Kilo. Da werden wir langsam zu schwer. Wenn wir zu schwer. Muss ich mal gucken, wie ich das dann hinkriege. Ja. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, dann war es auch heute schon mal wieder. Haben wir einiges erlebt. Einiges verlebt. Spaß gehabt. Holzbedarf decken wir locker. Wir machen immer einen Plus am Holzbedarf. Das finde ich gut. Aber in der nächsten Jahreszeit wird es noch schlimmer werden. Dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ansonsten würde ich sagen, läuft's gut, ne? Ich finde, es läuft wirklich gut. Uns geht soweit gut. Es geht alles gut voran. Besser kann es derzeit gar nicht laufen. So, ich brauche nochmal 9 Stämme. Dann brauche ich nochmal die 10 Hämmerchens. Und was ich jetzt demnächst gucken muss, ist, dass ich hier auf die Punkte komme. Ha, 111 brauche ich noch. Ganze 111. Seht das hier eigentlich mit dazu? Ja, doch. Dann baue ich hier uns ein Gatter so ein bisschen. Hier so. Nee, der ist zu hoch. Hier ein Lattenzaun. Genau, bauen wir uns den nächsten Lattenzaun auf. Kostet schon wieder 900, ne? Boah, da müssen wir wirklich Geld machen. Ja, machen wir demnächst das und dann kriegen wir das auch rein. Ich finde, das klappt schon. Oh, guck mal, 9, dann haben wir genau 50 noch drin. Super, so. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's dann für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi, Like oder auch vielleicht ein Abo dalassen. Und ansonsten würden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao.